Hallo Leute und willkommen zur Beta von Might and Magic Heroes 6. Ich habe mich ja fast 3 Wochen gedulden müssen, bis ich endlich meinen Beta-Key einlösen konnte. Und dann hat es noch ein paar Tage gedauert, bis das Spiel tatsächlich herunterzuladen war. Dann gab es noch Probleme mit der Aufnahmesoftware, aber inzwischen habe ich es endlich zum Laufen bekommen und wir können uns Might and Magic Heroes 6 endlich mal angucken. Nachdem ich ein bisschen enttäuscht war von den Teilen 5 und 4, aber den dritten Teil sehr gerne gespielt habe, war ich ziemlich gespannt, was der sechste Teil von der Serie kann und ich bin ziemlich begeistert davon. Aber das werden wir ja gleich dann mal sehen. Ich werde einfach mal ein Scrimmage-Spiel starten. Nehmen wir mal die größte Karte, Map Difficulty, ach ich lasse es mal auf Easy, ich bin nicht unbedingt der große Stratege. Bei meinem ersten kleinen Spiel habe ich die Necropolis gespielt, aber ich glaube, dieses Mal werde ich die Infernos ausprobieren, wobei die in Blau eher hässlich sind. Ich nehme mal Burgundi und ja, fange einfach mal an. Hübscher Ladescreen. Wenn ich mit der Maus zum rechten Bildschirmrand gehe, komme ich auf meinen zweiten Monitor. Das ist ein bisschen, ja, problematisch. Ich werde dann wohl mit den Pfeiltasten scrollen müssen. Aber das ist ja kein Problem. Press any key to start the game. Na, die Maustaste funktioniert auch. Ja, der übliche Strategiemodus. Sieht ganz schön aus. Deutlich hübscher zumindest, als noch in Heroes 5. Und ich habe direkt einen ersten Skillpunkt zu verteilen. Es gibt nämlich jetzt Skillpunkte. Ich habe mir einen Magier erstellt. Das heißt, ich werde mal hier in den Magiemodus gehen. Und da ich ja Inferno spiele, werde ich auch Feuermagie lernen. Ich habe den Firebolt hier schon als Klassenskill ausgesucht. Das heißt, den brauche ich nicht mehr lernen. Ich werde stattdessen einfach mal meine Magic Power mit Fire erhöhen. Mal schauen, was das dann so kann. Gut. Reiten wir mal los. Ach nein. Moment. Erst direkt mal die Armee ein bisschen aufstocken. Was haben wir denn hier? House of Madness. Maniacs, okay. Hellhounds sind jetzt eine Stufe 1 kreiert. Okay, das gefällt mir. Ich mag Hellhounds. Und die Sukubi. Die Sukubi waren, glaube ich, die Fangamer. Zumindest habe ich das in meinem ersten Spiel so gesehen. Deswegen werde ich die einfach mal kaufen. Fangamer sind immer relativ stark am Start. Ich kaufe die mal. Jetzt muss ich mit meinem Helden noch einen Schritt da reinlaufen. Und nehme die direkt mal mit. So. Und dann los. Threadlow ist gut. Können wir die gleich direkt mal den ersten Kampf um die Truhe da vorne starten. Versuchen zu fliehen. Nein, ich möchte sie angreifen. Ich möchte ja den Kampf einmal sehen. Beziehungsweise zeigen. Auch der Kampfbildschirm ist verdammt hübsch, meiner Meinung nach. Stufenloses Zoom. Ich könnte mit meinem Helden angreifen. Ich könnte aber auch, und da ich ja Zauberer bin, werde ich das auch tun. Ein Zauber wirken. Nämlich den Feuerball. Shark Guard. Die sehen nicht wirklich bedrohlich aus. Rums. Okay. Das ist das ein Maniac? Ja, das ist ein Maniac. Sieht ziemlich garstig aus. Die scheinen sich eher auf meine Fernkämpfer konzentrieren zu wollen, denn genau, diese Ubi sind die Fernkämpfer von Inferno. Und sie sind auch gleich ein bisschen in meine Reichweite gelaufen, das heißt, ich kann direkt mal den einen Stack da erschießen. Wieder sehr hübsche Effekte. Und, oh Gott, 0 bis 1 werden sterben. Menix scheinen ja nicht gerade viel drauf zu haben. Aber drauf da. Das kommt ja gar nicht weiter. Hätte ich vielleicht am Anfang einen Zauber sprechen sollen.
Jetzt stirbt vielleicht einer von meinen Maniacs. Ja. Das waren zu viele Shark Guards noch übrig. Feuer. Drei, ja. Kein Problem, auch wenn ich eine Kreatur verloren habe, was mir nicht unbedingt gefällt. Ich könnte den Kampf restarten, aber das lassen wir jetzt mal. Das wäre ja langweilig. Kiste. XP ist immer gut und ein Level Up. Zusätzliches Mana, zusätzliches Charismatic Leader und zusätzliche Magic Power und ein neuer Skillpunkt. Ja, wieder in Magie würde ich fast sagen. Oder gibt es noch sowas wie, ja, Standardmagie? Mehr Mana. Mana sieht eher wenig aus, obwohl ich nur einen Feuerball gecastet habe, so werde ich das einfach mal mitnehmen. Und weiter geht's. Eine Sister, eine Haven Core Creature. Und da ist ein Artefakt. Ich glaube, da reite ich mal hin, auch wenn ich diese Runde nicht mehr weit komme. Ich muss sagen, mir gefällt der Detailgrad der Karten ziemlich gut. Angriff. Versuchen alle wegzulaufen, bin ich so furchteinflößend. Okay. Ich glaube, das sind Fernkämpfer. Das ist nicht so schön. Ich werde das mal ganz taktisch machen. Versuchen, möglichst dieses Hindernis zwischen sie und mich zu bringen. Nee, es sind doch keine Fernkämpfer. Hätte ich jetzt irgendwie erwartet. Erstmal ein Feuerball. 2, 3. Oh, dann kann ich den ganzen Stack töten. Hauen wir die doch mal um. Die werden die erschießen. Ist nur einer gestorben. Das ist nicht so schön. Heiler. Ja, war klar. Mhm. Keine Fangamer, sondern Heiler. Das macht es irgendwie nicht wirklich besser. Die Maniacs sind total nutzlos, zumindest wirken sie nur cool. Dann starten wir mal einen normalen Angriff. Wenn ich auf die schieße, werden die sterben. Dann kann ich noch einmal mit meinen Maniacs angreifen und die Sukubi müssten dann den Rest erledigen. Ah, dafür machen sie nicht viel Schaden. Heilen aber. Das hilft ihnen jetzt auch nicht mehr. Sieg! Auf ganzer Linie. Und... Oh, ein Achievement. Okay, 1000 Punkte Instant-Schaden. Kann ich mich nicht wirklich dran erinnern, aber natürlich, okay. Ein Marksman-Crossbow, das ist gut, da ich mir ja sowieso die Sukubi gekauft habe. Das war offensichtlich eine weise Entscheidung. Geht eigentlich erstmal gerne Ressourcen. Da oben scheint irgendwas zu sein. Ich könnte es da unten weiter angreifen, aber ich glaube, ich werde mir erstmal versuchen, Ressourcen zu besorgen. Und meine Stadt ein bisschen ausbauen. Mehr Geld. Mehr Geld. Ich brauche irgendwie Ressourcen. Aber ich werde erstmal meinen Town Hall upgraden. Dann gibt es zumindest schon mal mehr Gold. Das kann auch nicht schaden. Es war vielleicht auch nicht so schlau, dieses Observatory nicht einzunehmen. Ja, das werde ich jetzt vielleicht erstmal machen. Und dann sehe ich bestimmt auch, wo meine Ressourcenpunkte sein sollen. Das sieht doch nach einem Sägewerk aus. Und Steine? Wo gibt es Steine? Da gibt es Crystals. Es gibt nur noch drei Ressourcen. Was vielleicht gar nicht unbedingt so schlecht ist. Ich sehe hier nirgends Stones. Doch da! Hier sind Stones. Sehr gut. Da möchte ich gerne hin. Und ich werde auf dem Weg mal das noch mitnehmen, weil da sind auch Steine und Holz. Das kann auch nicht schaden. Oh, sie laufen nicht vor mir weg.
kann ich mir gar nicht angucken, was das für Viecher sind. Schauen wir mal. Komische hüpfende Dinger. Kappa. Was? Kappa Shoya. I see. 27 HP. Wenn ich jetzt Ahnung hätte, wüsste ich, ob das viel oder wenig ist. Wie viel hat denn mein Maniac? Ja, ähnlich viel. Wird also so eine Standardeinheit sein. Erstmal drauf mit dem Feuerball. Schießen wir mal auf den. Dann kann mein Maniac noch versuchen, einen zu töten. Und dann kriegt er hoffentlich nicht so viel Schaden. Ein Crit. Gibt es auch wunderschöne Kampfanimationen, wenn, Kreaturen im Nahkampf Leute umbringen. Das ist noch so eine Spezialfähigkeit von meinem Helden. Verstehe es noch nicht ganz, aber kannst du einfach mal ausprobieren. Irgendwelche Kreaturen soll es summonen. Offensichtlich. Das hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ich dachte, da kommt mit Zubi raus, aber das war wohl nichts. Na gut, dann halt so. Herr mit dem Holz, Herr mit den Steinen. Nein, nicht genug. Punkte. Schauen, was wir noch bauen könnten. Mehr Gold, mehr Maniacs. Ich sollte vielleicht zusehen, dass ich in der nächsten Runde möglichst viele Kreaturen bekommen kann. Und ich hätte gerne Hellhound. Einfach nur, weil ich sie schon im ersten Teil sehr mochte. Kann ich? Irgendwie sieht das aus, als hätte ich noch einen Bewegungspunkt. Komisch, aber einsammeln ging nicht. Naja, das kostet wahrscheinlich mehr Movement-Punkte. Dann die Steine. Unterwegs noch ein bisschen Gold. Und Prätorianer von Haven. Aber sie können nicht viel. Sie wollen sogar wieder weglaufen. Dieses Hinterherlaufen gibt irgendwelche Moralpunkte. Ich habe das noch nicht so ganz durchblickt. Mit den Moralpunkten bekommt man unterschiedliche Boni. Neue Zauber als Magier zum Beispiel. Allerdings, ich habe mich da noch nicht so wirklich mit beschäftigt. Da gibt es dann entweder Blut oder Tears, glaube ich, heißt das andere. Und ja, das wird halt je nach den, da verändert sich die Stufe je nachdem, was für ein, was für Entscheidungen man trifft. Also wenn man Kreaturen verfolgt und tötet, bekommt man negative Moral oder halt positive. Die Erfahrung sollte eigentlich das gleiche sein. Und ich sehe gerade, dass mein Minion, nee, wie hießen die Viecher noch? Maniac. Dass der Maniac offensichtlich ein, ich will nicht sagen AOE hat, aber er hat die Kreatur hinter der, die er eigentlich angegriffen hat, noch mitgetroffen. Das könnte ja extrem praktisch sein. Jetzt habe ich wieder vergessen anzugreifen mit meinem Helden, dann wären die vielleicht schon tot. So könnte es sein, dass noch ein Succubus von mir drauf geht, aber nein. Sehr schön. Töte ihn. Töte wenigstens einen. Es könnte vielleicht wirklich noch ein Succubus drauf gehen, wenn. Na, auch der Crit hat nicht wahnsinnig viel gebracht. Schade eigentlich. Oh, und jetzt crittet er. Aber er hat kein Maniac getötet. Ha! Sieg auf ganzer Linie.